Nach der Tötung des Hamas-Vizechefs im Libanon hat die pro-iranische Hisbollah nach eigenen Angaben am Freitag über 60 Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt abgefeuert. Als Teil der ersten Reaktion auf das Verbrechen der Ermordung von Arouri habe die Hisbollah den Luftstreitkräftestützpunkt Meron mit 62 verschiedenen Raketentypen beschossen, erklärte die mit der Hamas verbündete Miliz. Israels Armee reagierte umgehend mit Gegenschlägen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah warnte am Freitag vor Folgen für den Libanon, sollte seine Miliz nicht auf die Tötung Arouris reagieren. Angesichts eines derartigen Vorfalls könne die Hisbollah nicht schweigen. Dieses Verbrechen wird niemals ohne Antwort oder Strafe vorübergehen, hieß es von der Miliz.